Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Rhein-Main Finanzplatz. Wir befinden uns hier in der Frankfurt School for Finance and Management bei der dritten Audio Challenge 2008. Bei mir steht Herr Dominik Förschler. Sie arbeiten hier in der Frankfurt School for Finance and Management. Was erwarten Sie von dieser heutigen Fachkonferenz? Ja, von der Koordination, wie wir auch die Konferenz aufgezogen haben, ist ein ganz wesentlicher Schwerpunkt, dass allgemein alle Risikoaspekte auch aufgegriffen werden von den unterschiedlichen Teilnehmern in Form von Risikomanagement, Compliance-Abteilung und darüber hinaus natürlich Controlling, Qualitätsmanagement. Dieses Spektrum haben wir erweitert um den Aufsichtsrat, der mit auf dem Podium sitzt, um Vorstände, die mit auf dem Podium sitzen und Wirtschaftsprüfer. Die sollen Impulse geben der Branche, Revisions- und Prüfungswesen, dass sich solche großen Ereignisse, wie wir sie in der Vergangenheit gesehen haben, mit der Sachsen-LB oder der IKB als auch Société Générale nicht wiederholen können. Jetzt steht der heutige Tag unter dem Thema Audit Challenge. Was bedeutet Audit Challenge? Ja, Audit Challenge, Audit, Revisions- und Prüfungswesen, Challenge, die große Herausforderung, der man sich hier auch gegenüber sieht momentan, nämlich wie wir gerade angesprochen haben, in dem Fall Société Générale, dass es nicht zu Verlusten kommt in Höhe von 5 Milliarden Euro, wenn man sich das auch über die Zunge zergehen lässt. Das sind immense Geldsummen, die auch der Normalbürger kaum noch nachvollziehen kann. Und dafür gibt es die interne Revision, die dem Vorstand auch berichten soll, wo schwerwiegende Risiken in den Prozessen selbst sind und die dann auch mit Compliance in der Zusammenarbeit oder einem Risikomanagement solche Ereignisse verhindern sollen und frühzeitig aufdecken sollen. Und hierbei gilt es, die Herausforderung anzunehmen, noch bessere Methoden anzuwenden und auch das Zusammenspiel zwischen diesen Partnern, die ich gerade skizziert habe, zu nutzen und wirklich auch sich auf unterschiedliche Prozessrisiken zu fokussieren und diese frühzeitig aufzunehmen. Also das heißt nicht mit dem Rückspiegel zu lenken, sondern wirklich auch aus der Frontscheibe herauszuschauen. Jetzt haben wir im Programm gesehen, es gibt ja zahlreiche Fachvorträge. Was sind die heutigen Schwerpunktthemen? Ja, wenn man zwei große Themen herauskristallisieren kann, dann ist das einerseits das Zusammenspiel, die Synergiepotenziale zwischen unterschiedlichen risikoorientierten Abteilungen, nämlich Risikomanagement, Compliance, was ja ein starker Aufwärtstrend ist, auch in der Industrie, wo wir jetzt einen Compliance-Vorstand bei Siemens momentan sehen und darüber hinaus Qualitätsmanagement, Marktrisikocontrolling, Kreditrisikocontrolling. Was ist da das Spektrum, was auch zusammenwirken kann? Weil wir doch sehen, dass dort zum Teil noch stark in Silos gearbeitet wird und noch nicht alles vernetzt zur Verfügung steht. Und in der Erweiterung dann als zweiter großer Schwerpunkt hierbei die 8EU-Richtlinie. Die 8EU-Richtlinie, was steckt hier dahinter? Wir sehen eigentlich ein dreigliedriges Spektrum momentan in der Corporate Governance weltweit. Einerseits die angelsächsischen Systeme, wo wir ein sogenanntes One-Tier, ein Säulensystem haben. Das heißt, dort ist die interne Revision als Prüfungsorganisation, als auch der Wirtschaftsprüfer beide dem Aufsichtsgremium, dem dortigen Audit Committee zugeordnet. Und Sie kennen das in der Art und Weise. Dort hat der Aufsichtsrat wirklich ein Berufsprofil. Das sind nicht irgendwelche Möglichkeiten, nochmal Cross-Selling zu betreiben zwischen unterschiedlichen aufsichtsrechtlichen Positionen oder Aufsichtsratsposten. Und das zu übertragen auf der anderen Seite in Deutschland mit dem klassischen Two-Tier-System oder Zwei-Säulen-System. Dort hat der Aufsichtsrat den Wirtschaftsprüfer und der Vorstand hat die interne Revision, um dort sich eine Übersicht über das gesamte Unternehmen zu verschaffen. Das heißt also, um Führung und Überwachung auszuüben, hat der Aufsichtsrat nur den Wirtschaftsprüfer, dort für die Aktionäre wirklich Klarheit zu schaffen und der Vorstand die interne Revision. Wir sehen hier im Mittelpunkt die Schweiz. Dort ist es eine Art Zwitterfunktion, wo vielleicht sich auch Deutschland hinbewegen kann, nämlich, dass die interne Revision eine direkte Berichtslinie an den Verwaltungsrat, dortigen Aufsichtsrat hat und der damit auch vielmehr seine Aufsichtsrolle, also über Führung und Überwachung, stärker ausüben kann. Und dort bewegt sich momentan auch die Implementierung der 8. EU-Richtlinie hin, um stärker einfach dem Aufsichtsrat interne Revisions- und Prüfungsleistungen zur Verfügung zu stellen, sodass ein erweiterter Prüfungsausschuss auch den internen Revisionsleiter einsetzen kann, gleichzeitig aber auch über die Risikovorgehensweise mitbestimmen kann. Und das ist natürlich schon ein großer Schritt auch nach vorne, denke ich, einerseits für das Kreditwesen, das heißt alle Unternehmen in der Finanzdienstleistungsbranche, aber darüber hinaus auch für alle börsennotierten Unternehmen in Deutschland.
Vielen Dank, Herr Förschler. Wir sehen uns hier heute im Laufe des Tages nochmal wieder und mehr über die Audit Challenge im nächsten Interview. Bei mir ist Alexander Habich, Geschäftsführer der Habich Unternehmensberatung für Sicherheitsmanagement. Wir haben eben von Ihnen gehört den Fachvortrag zum Thema Fördert Effizienzdruck Wirtschaftskriminalität. Hätte man denn zum Beispiel den Fall bei der Société Générale oder bei Siemens im Vorfeld aufdecken können durch Sicherheitsmaßnahmen? Das ist natürlich eine böse gestellte Frage. Also ich sag mal, im Nachhinein ist es immer sehr einfach, Stäbe zu brechen. Fakt ist aber, dass ich denke, mit Sicherheit, Risikoinstrumente nicht funktioniert haben. Und diese Risikoinstrumente, da hätte im Vorfeld, wie wir sagen, etwas aufpoppen müssen. Das ist nicht geschehen, zweifelsohne. Und insofern ist dort mit Sicherheit von einem Versäumnis auszugehen. Inwiefern das gewollt ist oder nicht, das ergründet sich von hier aus nicht. Mit Sicherheit ist es aber so, dass alle Beteiligten jetzt im Nachhinein diese Fehler, die sie gemacht haben, jetzt niemals mehr machen würden und auch nicht mehr machen können. Welche Präventionsmaßnahmen müssten zum Beispiel sein für ein Unternehmen? Ja, in erster Linie, Maßnahmen, die installiert werden. Diese Maßnahmen sind immer sehr individuell. Deswegen ist es schwierig, dazu jetzt gleich Stellung beziehen zu können. Es ist die Frage, wo bewegt sich das Unternehmen auf dem Markt? Wie ist die Mitarbeiterstruktur? Und danach richten sich dann die Sicherheitskonzepte, die wir dann individuell, und das ist ganz wichtig, dann implementieren. Es gibt also keine Reißlatte, die ich jetzt aufziehe, keine Schublade, wo ich sage, so muss es gehen, sondern das ist eine sehr individuelle Planung von Sicherheit. Wir haben jetzt auch in Ihrem Vortrag gehört, ein Punkt war Korruption bei Ausschreibung. Wie sieht sowas aus? Das übersteigt wahrscheinlich hier die Zeit, das kundzutun. Also Korruption ist so, dass man fragt, wer spielt dort mit wem zusammen und in die Hände. In der Praxis ist es so, dass Ausschreibungen getätigt werden, dass in diesen Ausschreibungen Positionswerte drinstehen, die de facto gar nicht anfallen. Und derjenige oder das Unternehmen, das weiß, das korrumpiert. Dieses Unternehmen bietet natürlich dementsprechend günstiger an. Und das bedeutet, kriegt in der Regel auch den Zuschlag. Es fällt de facto gar nicht auf, und dieses Einsparnis, das wird sich dann in der Regel geteilt zwischen Entgegennehmenden, meistens die Einkaufsabteilung, sind dann die sogenannten Kickback-Zahlungen. Jetzt haben wir schon gehört, die Einkaufsabteilung. Was sind denn die gefährdetsten Unternehmensbereiche für Korruption? Auch die gibt es nicht per se. Gefährdet ist alles. Gefährdet ist auch das Management. Ja, gefährdet ist immer dort, wo Macht ausgeübt werden kann, wo Verträge geschlossen werden und ich nenne das immer geldnahe Bereiche, ja, wo das Geld also praktisch fließt. Das kann die Rechnungsabteilung sein, also auch dort wieder ganz unterschiedlich. Das ist, Wirtschaftskriminalität ist wie ein Chamäleon, es wechselt seine Farbe, und das ist auch, für uns das Interessante, für den Markt oftmals das Schwierige, weil es nicht einzuschätzen ist. Jetzt haben wir in den Medien das Thema Lidl. Wie weit, oder Sie als Jurist wissen das ja sicherlich, inwiefern Kameras zur Kontrolle eingesetzt werden dürfen oder könnten? Gut, zu dem konkreten Fall Lidl möchte ich mich jetzt nicht äußern, aber prinzipiell ist es so, dass Kameratechnik eingesetzt werden kann, dann, wenn, Verdachtsmomente bestehen und ich diese Verdachtsmomente nicht aufgrund anderer Indizien herbeibringen kann. Das heißt, also mir kann es nicht zugemutet werden als Firmeninhaber, dass ich mich in eine Mülltonne setze und durch ein kleines Loch luge, sondern da brauche ich andere Hilfsmittel. Und diese Hilfsmittel wären zum Beispiel Kameratechnik, auch wenn sie verdeckt installiert wird, aber das nur für einen gewissen Zeitraum, also nicht über 2 Jahre. Und es müssen halt die Persönlichkeitsrechte desjenigen, der betroffen ist, gewahrt werden. Und das ist halt in der Regel gegeben, wenn die Aufzeichnung nicht so lange dauert und, wie ich es eben beschrieben habe, keine anderen Mittel mir zur Verfügung stehen, um aufklären zu können. Und Ihre Antwort, fördert Effizienzdruck die Wirtschaftskriminalität? Aber natürlich. Vielen Dank, Herr Habich, für das Interview. Und bei uns geht es hier weiter auf der Audit Challenge 2008.
Bei mir steht Clemens Hartstein, stellvertretender Leiter Konzernrevision der Haniel-Gruppe. Heute zum Thema Competition for Audit Talents. Was genau macht denn Ihr Unternehmen? Was macht die Haniel-Gruppe? Ja, die Haniel-Gruppe ist ein sehr breit aufgestellter Handels- und Dienstleistungskonzern mit unterschiedlichsten Aktivitäten von Bereichen wie Edelmetallrecycling bis hin zu Pharma-Großhandel. Zusätzlich gibt es auch noch produzierende Aktivitäten, zum Beispiel den Baustoffhersteller Xella. Warum haben Sie jetzt die Konzernrevision in Ihr Unternehmen vor 2 Jahren eingeführt? Das war zum damaligen Zeitpunkt ein expliziter Wunsch des neuen Vorstandsvorsitzenden, Herrn Dr. Cordes, der die Konzernrevision als ganz wichtiges Führungsinstrument für sich definiert hat und gesagt hat, ich brauche eine Funktion, die mir hilft, Transparenz zu schaffen und objektive Aussagen machen zu können über Sachverhalte, nicht nur eben auf der zentralen Ebene, sondern auch in den einzelnen Unternehmensbereichen. Was genau waren die Schwierigkeiten der Implementierung? Es ging natürlich unter anderem darum, eine neue Funktion zu etablieren und auch erstmal Verständnis dafür zu schaffen, wofür braucht man so etwas. Ein klassisches Gegenargument ist gerne die Frage, es läuft doch alles, haben wir etwa ein Problem, dass wir so etwas brauchen? Das darzustellen, die Tatsache, dass auch in einem gut funktionierenden und bereits gut geführten Unternehmen trotzdem eine Revision einen Mehrwert stiften kann, da gilt es ein bisschen für zu argumentieren. Das, denke ich, kann man aber mit den ersten Ergebnissen, die man dann produziert, sehr gut. Was für Talente benötigt ein zukünftiger Revisor? Im Kern sind das die analytischen Fähigkeiten und die kommunikativen Fähigkeiten. Gutes, prägnantes Analysieren dessen, was an Sachverhalt da vorgefunden wird und das Ganze in einer prägnanten Form auch einem Top-Management vermitteln zu können, ohne unnötig tief in Details einzusteigen, aber wirklich wissen, was ist wichtig, was muss ich rüberbringen. Das sind die Kernfähigkeiten. Welchen Stellenwert hat die Revision in Ihrem Unternehmen? Ich denke, einen hohen und durchaus sich auch weiter positiv entwickelnden. Auch weil sich das Verständnis entwickelt, dass die Revision ein wichtiges Karriereentwicklungsinstrument sein kann in der persönlichen Planung. Herzlichen Dank, Herr Hartstein, für das Interview. Und wir bleiben hier bei der Audit Challenge. Wir sind jetzt am Abschluss des heutigen Tages der Audit Challenge. Bei uns ist nochmal Herr Förschler. Sie haben soeben die Zusammenfassung des heutigen Konferenztages gegeben. Wie lässt sich denn der Tag zusammenfassen? Ja, wir können eigentlich konstatieren im Nachhinein, dass wir sehr interessante Diskussionen hatten, auch sehr interessante Nachfragen aus dem Publikum, zum Teil auch fast hitzige Diskussionen, die aber das Gesamtspektrum auf ein höheres Niveau gebracht haben. Man hat deutlich gemerkt, dass die Zuschauer bzw. Teilnehmer der Konferenz diese Möglichkeit wahrgenommen haben, mit den Podiumsgästen zu diskutieren, dieses Spektrum auszunutzen zwischen Vorstand, Revisionsleitern, als auch Wirtschaftsprüfern oder teilweise auch Consultants, um wirklich auch zu sehen, wie können wir unser internes Kontrollsystem, unser Risikomanagementsystem verbessern, damit in Zukunft solche spektakulären Fälle, wie wir sie jetzt gerade in den Medien sehen, in Form der IKB, Sachsen LB, Siemens, Daimler Chrysler oder dann auch hier vor Ort durchaus in Deutschland mit der Société Générale, was wir in Verbindung gesehen haben, mit der deutschen Optionsbörse nicht erneut vorkommen. Das heißt, ich denke, wir konnten damit beitragen, die Sinne zu schärfen und dass dann auch gerade für die Privatanleger solche möglichen Marktturbulenzen, die auch die Reputation der Finanzbranche beschädigen, nicht erneut passieren können und möchten dies natürlich auch wieder im nächsten Jahr tun, im Zusammenwirken mit den Personen, die wir hier auch an Bord hatten. Vielen Dank, Herr Förschler, für den schönen Tag bei Ihnen im Haus und viel Erfolg für die nächste Audit Challenge 2009. Das war's von uns für heute von Rhein-Main Finanzplatz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Schalten Sie das nächste Mal wieder ein und machen Sie es gut.